da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum Hardware-Video der neuen Grafikkarte, der GeForce RTX 3080. Ja, ich habe mir eine Grafikkarte geholt. Das Unboxing ist ein bisschen lang geworden, länger als ich eigentlich wollte, weil ich ein bisschen viel technische Sachen drin gequatscht habe, auch von der Breite der Grafikkarte, hast du nicht gesehen. Und wir uns die Hardware auch zu lange angeguckt haben. Aber nichtsdestotrotz machen wir das jetzt nochmal so ein bisschen angucken, weil es ist ja Hardware-Video und der erste Teil und danach wollen wir sie einbauen und gucken, wie sie ist. Wir haben einen Zusatzlüfter bei der Grafikkarte mit bei. Das habe ich im Unboxing ja gesagt, mit hier so einem kleinen Anschluss. Den zeige ich euch auch gleich, wo der angeschlossen werden muss. Wir haben Kabelei mit bei. Hier nochmal ein vierpoliger 12 Volt Kabel. Der kommt ans Mainboard und an die Grafikkarte für die Beleuchtung. Die Beleuchtung wird nicht über den PCI Express Port gemacht, sondern halt über einen separaten Kabel. Zeige ich euch gleich. Hier haben wir dann nochmal Schrauben und so ein Stück Plastik für die Grafikkartenhalterung, die gleich mit bei war. Ja. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das gute Stück mal an. So, dann gucken wir mal von oben drauf. So wird sie ja eingebaut. Die ist wirklich dick. Also ich habe jetzt eine 2,5-Port-Platte. Das ist eine, die über 3 Slots geht. Das mit dem Kabel gefällt mir nicht. Das hat mir aber vom Anfang an nicht gefallen. Aber bei dem Preis, es ging nicht anders. Schade ist, dass GeForce RTX nicht beleuchtet ist, sondern nur What's Your Game und die Lüfter. Wir haben einen 2x8 Anschluss hier. 8 Pin. 2x. Kabelei habe ich schon verlegt bei meinem PC, dass wir sie gleich anschließen können, weil ich ja nur einen 8 Pin dran hatte, also beziehungsweise ein 6 plus 2. Und jetzt habe ich halt noch einen 6 plus 2 rausgelegt. Der war hinten hinterm PC versteckt, also auf der Rückwand, damit das halt schöner aussieht. Schöne fette Kühlrippen, fetten Kühlkörper. Man kann das BIOS ja auch flashen und sie dadurch ein bisschen schneller machen, habe ich in dem Video gesehen. Wir haben 3 Lüfter. Meine jetzige hat 2 Lüfter, aber halt da ist hier der Steg doppelt so dick. Also meine jetzige ist bis hier und das ist so viel ist jetzt mehr. Meine Assassin's Creed Figur sollte aber hoffentlich trotzdem noch passen. Aber nichtsdestotrotz haben wir hier auch noch Anschlüsse. Einmal auf der rechten Seite und einmal auf der linken Seite. Auf der linken Seite kommt der Kabel, der zum Mainboard hinkommt für die Beleuchtung der Karte. Auf der rechten Seite kommt der Kabel für den Zusatzlüfter hier oben ran. So, und den werde ich auch anbauen, den Zusatzlüfter. Ich habe mir auch schon hier das Heftchen geholt, um mir das anzugucken. So, wie das angeschlossen wird. Also beziehungsweise welche Richtung der Lüfter gemacht wird, weil ich ja auch nichts falsch machen will. So. Die großen kommen mit dem Kabel kommen nach hinten. So. Dann wird das hier so reingeklickt, oder? Warte mal, so noch. Ja, ist fest drauf. In der Hoffnung, damit es halt nicht klappert oder so. Und mir unangenehme Geräusche macht. Aber das ist ja schade. Ich habe gedacht, das hätten sie hier noch weitermachen können. Das halt hier, weiß ich, vielleicht eine andere Farbe oder schwarz lassen können. Und dann halt das Silberne hier und dann daraus ein Kreis. Und dann geht das hier lang runter oder so. Schade. Schade, so sieht das so ein bisschen unterbrochen aus. Also das hätte ein Stück weiter nach unten ziehen können, hierhin.
dann hier das schwarz lassen, dann bis hier, und dann hier im Kreis machen und hier halt den Strich weiter und dass er dann nachher unten führt. Oder die dann halt, was weiß ich, rot oder was weiß ich. So. Jetzt werden wir den Kabel mal hier verlegen. Den werde ich, zeige ich euch auch gleich, wie ich es mache. Ich lege den hier einfach in die Schiene hier so nach hinten rein. Ist doch nicht. Moment kurz. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie die jetzt hier angeschlossen wird. Ah, okay. Der Steg ist oben. Oh Gott. Also das ist nicht für Grobmotoriker. So. Muss jetzt hier aufpassen, damit das dann halt... So geht das nicht. Machen wir einfach ab hier, da. Einmal den Kabel ein bisschen bogen. Hier auch nochmal ein Stück gebogen. So, jetzt habe ich so, wie ich es wollte. Ich habe praktisch den Kabel hier oben, da kommt er rum, geht hier hinten lang und der ist dann da drin. Also praktisch, der geht hier so rum und dann hier runter halt. So sieht das vielleicht ein bisschen besser. Damit er halt hier nicht, wenn wir ihn eingebaut haben, dass er nicht hier rumflackert. Ja, das wollen wir ja nicht, das ist doof. Wir werden auch gleich den Kabel mit dran machen. Gucken, wie lang der ist. Ja, das wird ein bisschen knapp, denke ich mal. Das auch oben. So. Ein bisschen knicken hier den Kabel. Man kann ja knicken, ohne dass er kaputt geht. So. Und dann lege ich den nämlich hier so lang. Zeige ich euch auch gleich warum. Ich lege den halt hier hinten so lang.
Hoppala. So. Oh Mann. Hier ist der Kabel, den lege ich hier hinten so lang. Und dann verschwindet da hinten im PC und kommt unten wieder raus. Müsste dann halt reichen, weil ich habe den, den Anschluss unten, unten dran an Bord. Und oben habe ich auch einen. Geil wäre natürlich gewesen, wenn da jetzt ein Adapter mit bei wäre von 1 auf 2, weil den haben wir ja auch noch. Und so könnten wir die Bäden dann betreiben. Und es wird dann praktisch unten drunter angeschlossen. So. Und hier in die Rillen. Kommt praktisch die kleine Plasterhalterung, die da drin ist. Die gehört dann nämlich so rangeschraubt. So. Und dann ist das praktisch, ich zeige euch das mal nur so, wenn wir das dann halt auf die unterste Stufe machen. So. Wenn wir die unterste Stufe machen, dann ist, ja, guckt immer noch so ein Stück raus, aber da, so. Ich halte das jetzt einfach mal fest. Und dann kommt es praktisch in den Slot. Praktisch, der nimmt die ersten Bädenslots ein. Und die wird dann hier so rumgemacht, damit die praktisch komplett rum ist. So. So müsst ihr euch das vorstellen. Die wird auch wahrscheinlich die passende Dicke haben, dass wir den hier gar nicht brauchen. Das, der wird ja eigentlich so gemacht, zum Aus, wenn das der zu weit unten ist, wenn die nicht so dick ist, sondern nur ein 2,5-Port anstatt 3 Ports nimmt. Weil wenn man es dann auf der untersten Ebene macht. So, so viel guckt es dann raus. Das ist halt das, was fehlt. Wenn das jetzt eine 2,5-Portige wäre, dann wäre die halt nur bis hier. Und dann kann man das damit halt ausgleichen, dass die dann so und das und dann halt ran. Brauchen wir ja so in dem Sinn nicht. Die kommt ja praktisch genau drunter. So. Kommt auch nirgendwo in die Lüfter rein. So. Und dann kommt das praktisch so gemacht. So. Dass die dann praktisch da drauf liegt. Ich habe da immer noch Angst wegen den Vibrationen, aber wenn wir ja sehen. Und hier wird das dann festgeschraubt. So. Und die liegt dann praktisch so drauf, die Grafikkarte, und wird dadurch, dass sie hier hinten festgeschraubt ist, gestützt. Ich habe ja im Onima Shoppen auch gezeigt, ich habe, dafür müssten wir jetzt mal die Grafikkarte kurzzeitig beiseite legen. Ich habe ja auch zusätzlich schon weil ich nicht wusste, dass da eine Kühlung, dass da so ein Ding mit bei ist. Habe ich einen Kühlkörper geholt, also ne Quatsch, Kühlkörper, wie bescheuert. Ein Standfuß. Ne, der hat einen 3-Pin-RGB. Den kann ich bei mir ganz normal unten ranballern. Okay, gut zu wissen. Da muss ich gucken, wie die Kabel reichen. So. Genau, und der wird dann praktisch so hinten rangestellt. Ich wollte ihn ja vorne ranstellen, so. Hier haben wir dann noch so Pads mit bei. Ja,
oder ein Tuch, ich weiß es nicht, das werden sie uns wahrscheinlich gleich noch erklären. Und hier haben wir dann die Dinger, die da eingerastet werden, hier, dass das praktisch so ist. Und hier liegt dann, kann man dann so ranstellen, dann liegt dann hier die Grafikkarte drauf. Oder man macht halt beide ran. So. Ja, das werden sie auch gleich erklären. Oder man macht, stellt sie dann halt hinten so ran. Und dann kommt es so ran. Haben wir noch was mit drin? Nö. Das war auch eigentlich schon alles. Und hier ist es denn so. Das würde jetzt, ey, das würde auch vom Konzept passen, ey. Das passt so geil. Weil es hier auch geriffelt ist. So, wie gesagt, das wird dann so gemacht. Ich gucke mir das sicherheitshalber mal hier noch an. So. So müsst ihr euch das vorstellen. Und dann kommt die dann halt, steht das dann hinten an der Grafikkarte dran. Also wir haben zwei verschiedene. So. Ich zeige euch das mal. Und dann kann man das hier festklicken. So. Und dann rutscht es halt auch nicht weiter runter. So. Und dadurch, dass wir hier zwei verschiedene mit bei haben, ist das einmal dafür da, dass die Grafikkarte praktisch so drauf aufliegt. Ja, auf dem so drauf aufliegt oder hinten dran so für das Licht halt oder halt seitlich stellen hinten, sieht aber dann halt kacke aus, wie ihr seht, und man sieht halt von der Beleuchtung halt nicht so viel schön, ja, da ist es dann natürlich so viel angenehmer. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, ich lege mal die Grafikkarte kurz ab. Ich mache mal kurz meine Fernbedienung. Nee, das ist zu klein. Hier war ein Akku hier drunter. So. Ist immer noch zu klein. Doch noch Fernbedienung. So, das war halt so ein bisschen die Größe haben. Wenn wir uns das jetzt vorstellen. So. Dann werde doppelt beleuchtet oder halt hier, das ist ziemlich weit oben bei mir. So. Würde ja rein theoretisch vom Aufbau so ja so ein bisschen passen. Hier ist er zu knapp. Ja, aber so. Müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Schade, dass es nicht andersrum ist. Ja. Ja, wenn das jetzt zum Beispiel nur ein Stück kürzer wäre, sondern nur bis zur ersten Rille, dann würde das richtig geil aussehen. Ja, wir experimentieren ein bisschen. Wir experimentieren ein bisschen und machen das, was am geilsten aussieht und was am meisten bling bling macht, würde ich sagen.
Wir haben auch leider hier leider keine Anleitung mit bei. Achso, hier. Leider halt nichts mit bei, wo sie uns sagen, wie man das am besten anbaut, die Grafikkarten, die Grafikkartenhalterung. Die ist nämlich hier nirgendwo mit bei. Die ist nämlich bei manchen Modellen mit bei und bei manchen nicht. Na egal. Wir quatschen hier sowieso schon zu lange. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt erstmal für die erste Hälfte vom Unboxing. Oder für das Unboxing, für die... Ja doch, wir sind ja beim Unboxing. Nee, jetzt sind wir schon beim Hardware-Video. Für das Hardware-Video an sich erstmal. Und ich baue die ein. Ich werde das mitfilmen. Vielleicht wird, wenn es gut wird, wird es ein separates Video. Und am Ende zeige ich euch natürlich, wie fertig aussieht auch. Ich habe mich gefreut. Wenn ihr euch gefreut habt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn wir sie angeschlossen haben, wenn ich auch ein bisschen mehr dazu sagen kann. Ich bin auch ein bisschen gehypt. Tut mir leid, Leute. Ich bin ein bisschen sehr nervös gerade auch. Bin mit dem Video auch so, wie es jetzt gelaufen ist, noch nicht ganz so zufrieden. Aber vielleicht kann ich das mit dem nächsten Video ja rausreißen. Ich bin weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.